Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy X-2. Wir sind, glaube ich, im Endspurt gerade, weil wir vor Vagnagon stehen. Die letzten Male habe ich ja sehr viel gecheatet. Dieses Mal habe ich die Cheats wieder aus, weil ich Vagnagon schon regulär bekämpfen will. So, ich heile mal wieder dagegen. Hoffentlich. Und wieder gegenheilen. Ich glaube, wenn ich gegenheile, kann ich den Kampf hier ganz okay machen. Maschinerie. Probieren wir es einfach mal. Schwächegranate halten. So, dann reparieren wir mal den Hammer R. Einfach mal Granaten werfen. Also mit einer der Maschinen kann ich auf Vagnagon schießen, mit der anderen heile ich gegen. Klingt nach einem Plan. Konfus-Rakete erlernt. Anti-Z-Granate erlernt. Oh, Vagnagon ist tot. Also, zumindest der eine Schwanz hier. Ah, es gab nur den einen Schwanz. Ich dachte, das andere da sind auch Schwänze, aber es sind Clown oder so. Oh. Platsch. Okay, da kam wieder mein kleiner Chocobo zum Schnellspeichern. Kann ich hier runter? Das sieht aus, als könnte ich hier runter. Was gibt's denn hier? Hier gibt's doch bestimmt feinen Loot. Ich drücke Kreuz, aber es passiert nichts. Schade. Dachte, hier gibt's Loot. Warum ist dann der Weg da? Das ist sinnlos. Ich mag sinnlose Wege nicht. Ist hier wenigstens... Nee, hier ist auch keine Kiste. Ich hasse es, wenn sinnlose Wege auf der Karte eingezeichnet sind. Und zum Glück gibt es hier gerade keine Random Encounter. Das würde mich ja noch mehr ankotzen. What? Wieso ist ein Yuna da auf einmal ganz runtergesprungen? Das war auch schon wieder so sinnbefreit. Hat er denn Kreiselpfeil auf der Mütze? Wir haben ja beide Kreiselpfeile auf der Mütze. Was machst du hier? Ich lasse dich diesen haben. Ich werde zu deinem neuen Geon gehen. Got it! LeBlanc never stood a chance against this thing. Well, we've got a leg up on her. Save the jokes for later. Ich gebe mir erstmal eine Heal Potion. Yo, da kommt erstmal Flair.
Vitra auf Riku. Ja, ist richtig. So, Riku wird dann zum Schwarzmagier. Ich heile erstmal Pain. Riku ändert nochmal. Items. High Potion. Auf Riku. Gesundheit. Riku wird dann zur Schützin. Und dann setze ich wieder ihre Mark hinein. Angriff. Ja, wollte gerade sagen, ich bin doch bitte steinimmun. Als ob man's Riku gerade erstmal hart besorgen würde. Okay. Schön, dass ich nicht sehe, was da von Turm A ist. Ah, da ist ein ganz kleiner Pfeil. Wow. Ah ja, natürlich. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich Wagnergun angreife, anstatt die Türme. So. Schwächegranate. Oh, der Crusher L muss halt echt repariert werden. Red uses physical attacks. Yellow casts offensive magic. Green handles recovery. Aha. Anti-Z-Granate. So, jetzt muss ich erstmal hier wieder gegen heilen. Immun, natürlich. Natürlich, 2000 Schaden ist richtig. Ach komm.
Protest daneben. Aha. So, mit einem heile ich dagegen, mit dem anderen setze ich Ziellaser ein. Figure it out yet? Keep hitting a node and it changes color. Ja. Und wenn ich Wagner Gun angreife, dann ändert der auch irgendwie die Farbe. Von grau auf tot. Use your opponent's logic against him and the battle is yours. So, ich jetzt setze jetzt erstmal eine ganze Weile HP-Reparatur ein. Regener. Oh Gott. Ein Ziellaser. Noch ein Ziellaser. Ja, ich bin immun gegen ihn, ach du Arschloch. So, HP-Reparatur setze ich mal wieder ein. Die ist ihre, finde ich gar nicht mal so schlecht. Macht nicht so viel Schaden. Das ist so gut, dass meine Machina immun gegen alles ist. So, mal wieder ein bisschen gegenheilen. Oh, die zwei Türme müssen jetzt als nächstes wirklich, oh, scheiße. Wie oft darf der angreifen? So, Rico muss erstmal dick geheilt werden. Weil Rico kann die Maschinen zur Not auferstehen lassen. Boah, kann der mal mit dieser Scheiße aufhören? Was ist denn jetzt los? Ah, der Kampf ist vorbei. Okay. Gut, jetzt erstmal Items, Potion. So, Potion ist eh Müll, deswegen kann ich das hier so rauskloppen. Davon haben wir genug gesammelt. Und zur Not habe ich genug Geld, um mir weitere Potions zu kaufen. Also von daher. Muss ich hier weiter hoch? Gibt es hier irgendwas? Nö. Dann muss ich wohl hier rüber. Hä, wollen die nicht unten bleiben? Please. Help the boss. Wait, wo ist Jonas Kapuze befestigt?
fällt mir jetzt erst auf. Wo ist die Kapuze befestigt? Das ist einfach nur ein Kragen. This thing just keeps on ticking. We'll finish it. Do it. Schluss mit SZ. Aufstehen. Could you please focus? This time the legs are just a distraction. You know where to strike. Okay. Riku wechselt mal wieder durch. Oh nein, das war jetzt Pain. Scheiße. Energiestau. Wow. Weiß Magie. Medica. Auf Yuna. Und Riku ist tot. Weiß Magie. Engel auf Riku. Vitra auf Riku. So, und mit Riku. Mache jetzt wieder meine Spezialmaschinerie. HP-Reparatur. So, weil das Ding ist einfach immun gegen Stein. Neustart. Na gut, heilt er sich halt selbst. So. Ziellaser. Memento Mori. Okay, das ging noch. Ja, immun. Todesurteil. Ja, kann mir nichts passieren. Bin ich ja immun gegen. Oh, diese Ziellaser, die sind halt schon geil. So, ich will erstmal das Bollwerk fertig machen. Reparatur. Depending on how you attack the core, the legs will retaliate in different ways. So, und der Ziellaser geht jetzt, glaube ich, auf Wagnergun selber, oder? Ja. Und ohne die Beine ist er ziemlich wertlos, oder?
Schockwelle. Angriff. Booster. Und Bunker. Booster und Bunker. Das hört sich doch gut an. Schuss an meinem Bunker mit einem Berlin. Anti-Z-Granate. Analysiertes Zielobjekt. Erzengel auf die Kiste. Alles klar. So, jetzt analysiere ich erstmal Wagner an, wie viel. 33.000 und knapp 2.000 Schaden habe ich ihm bisher gemacht. Alles klar. Alles klar. Schockwelle. Die Anti-Z-Granate fliegt jetzt hoffentlich trotzdem auf Wagnergun, aber der ist immun. HP-Reparatur. Angriffsposition. Beschützer. Was ist diese Bajaraya? Erzengel. Alles klar. MP-Reparatur auf Rico. Und dieses Vajraya setze ich jetzt mal ein. Bollwerk. Und auch das auf Bollwerk. Warum setze ich das eigentlich aufs Bollwerk ein, wenn ich sowieso Flächenschaden aufteile? Ah, Vajra, so nennt sich das. Oh, das sieht ein bisschen krass aus. Ah ja, ich verstehe, warum es so eine lange Zeitleiste hat. Gut, dann setze ich mal wieder mit Rico Vajra ein. Und repariere mal meinen Crusher. So. Und auf den Hammer. Oh, das Vajra, das gefällt mir. Oh, ich bin schon bei 23 Minuten. Hoppla. Ja, dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.